So und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Let's Play Need for Speed. Es ist endlich soweit, wir haben ein neues Update bekommen. Bruder, tolle Neuigkeiten. Wir haben einen super Deal mit einer Lagerfirma. Wir können jetzt die Autos, die wir nicht brauchen, abstellen und müssen sie nicht verkaufen. Siehst du in der Garage an. Genau, das wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen. Es ist endlich das Update erschienen für unseren PC. Wir können nun endlich Autos, die wir nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel den Honda oder, ja gut, den Subaru werden wir jetzt doch behalten. Wir haben jetzt quasi mehr Platz für unsere Garage, was natürlich sehr vom Vorteil ist. Und ja, wir machen jetzt erstmal mit unseren Missionen weiter. Und dann nehmen wir natürlich unseren lieben BMW. Ich werde nochmal die Teile hier verkaufen. Damit wir mal ein bisschen Kohle hier freischäffeln können. So. Ja, des Weiteren können wir jetzt zum Beispiel auch Folien von anderen Spielern wo gemacht haben. Können wir jetzt quasi da rein tun. Das ist schon mal sehr interessant. Nice. Na, das ist echt cool. Also ja, wir können jetzt auf jeden Fall andere Foliendesigns hier reintun. Das ist sehr interessant. Aber wir bleiben bei unserer tollen Folie. Die gefällt mir momentan sehr gut. Da lässt sich bestimmt noch andere Folien mal drauf machen, wenn wir ein anderes Auto haben wollen oder so. Aber ne, wir brauchen jetzt erstmal nichts. Des Weiteren gibt es neuere Sachen wie zum Beispiel Drag Races. Du kannst jetzt Drag Races machen. Also quasi so Viertelmeile-Rennen, also wo nur eine Gerade ist. Und ja, auf die Gerade musst du halt fahren. Und der zuerst da ist, der gewinnt. Ja, so ist das. So. Da bin ich auch mal gespannt, was wir jetzt noch heute so machen werden, weil ich versuche am besten mal in dieser Folge diese Outlaw-Mission ein bisschen voranzupushen. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, dass ich da Straßensperren mal zustande kriege. Das würde mich mal interessieren. Weil Straßensperren habe ich noch nie hier zusammengekriegt irgendwie. So. Oh, Robin. Was ist neu, riecht nach verbranntem Gummi und ist richtig, richtig heiß? Ich. Drag Racing. Oh. Fahren wir alle. Solltest du auch probieren. Ist der Hammer. So, wir sollen also mal ein Drag Race ausprobieren. Das können wir mal bei Zeiten machen, Robin. Aber ich möchte jetzt erstmal ein paar Amy-Missionen machen. Markus Sammlung. Auf schwer steht da übrigens, Freunde. Aber ich denke mal, das sollten wir gebacken kriegen. Das sehen wir ja dann. Wenn wir verkacken, mein Gott, dann verkacken wir im Endeffekt. Aber ich denke, Geld gibt es sowieso. Deswegen ist es auf jeden Fall produktiv. Das machen wir auch gleich mal. Gewinne die Events mit Amy. Schaffen wir schon. Kein Problem. Such dir einen Platz. Es geht gleich los. Ah, mein lieber E92er. Wir sind sogar Erster gleich von Start an. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Na, die kommen auf jeden Fall ein bisschen näher. Ich sollte mich mal ein bisschen beeilen vielleicht. So. Jetzt ein bisschen flitzen hier. Oh, bisschen angeeckt. Ah, jetzt haben wir die Tankstellen aus, sehe ich gerade. Jetzt seht ihr da, dass da ein Tankstellenzeichen ist. Ich schätze mal, das ist jetzt extra dafür da, dass wir da unser Auto reparieren können. Ich hoffe, dass es so ist. Ja, wir kommen immer näher hier. Ja, Robin? Wir haben da was klar gemacht mit einem Freund von Travis, der Hot Rods baut. Du kannst jetzt kaufen und fahren. Nice. Das wird eine tolle Zeit, mein Freund. Ich hoffe's doch. Ah, der war ein bisschen schlecht, der Drift. Der war ein bisschen schlecht.
Wetter war schon wieder besser. Jetzt haben wir ein bisschen Vorsprung. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, auf jeden Fall. Also über die Hälfte haben wir jetzt schon mal. Ich glaube, drei Viertel haben wir jetzt so quasi schon hinter uns. Wir sind immer noch an der führenden Spitze. Und ich denke, wir werden diese Position auch behalten, wenn wir jetzt keine Scheiße bauen. Wenn uns kein blödes Auto entgegenkommt. Ja, so viel zum Thema Scheiße bauen. Oh, da kommt schon der nächste. Müssen wir ein bisschen beeilen hier. Eieieiei, der will nicht so quer gehen. Jetzt aber hier, komm. A little bit gas. Ja, der letzte Checkpoint ist das. So. Geschafft. War auf jeden Fall eine lange Sache hier. $12,000 klar gemacht. Was will man mehr? Wie eine Rakete. Ja. Ist auch eine. Und noch ein bisschen Luft übrigens ist. Ah, da haben wir einen Fotopunkt. Den machen wir auch gleich mal schnell. Foto von meinem nicht zu sehenden Arsch. Okay, dann machen wir nochmal. Pass auf. Bisschen schöner. So können wir es machen. Ne? Foto? Willst du nicht? Achso, die löschen sich automatisch, die Fotopunkte. Ja gut, den haben wir jetzt verkackt, dezent. Ne, da ist er doch noch. Hä? Naja. ja, professionell. Alles im Griff. So wie immer, ne? Was haben wir hier denn noch so? Robins Anhänger. Ja, dann machen wir auch mal einfach schnell. Heute haben wir ja Zeit, Freunde. Eigentlich wollte ich ja diese Outlaw-Mission gerade machen, aber... Übrigens, ich habe in der letzten Folge Alex mit dabei gehabt. Es kam auf jeden Fall bei vielen, vielen Leuten gut an. Das freut mich. Ich denke, den werde ich dann auf jeden Fall bald wieder reintun. Und ich denke, jetzt kommt erstmal eine kleine Zwischensequenz. Boah. Die armen Stoßdämpfer. Oh, hey. Nein. Check das aus, das musst du sehen. Genau das hier ist das, was wir wollen. Oh Mann, was ist los mit dem Ding? Egal. Pass auf. Cook fährt vorne weg. Wir fahren hinter ihm, quietschende Reifen, driften und so, alles wie immer. Und dann, aus dem Nichts, schießt AJ plötzlich vorbei. Wir fahren auf die I-5. AJ trifft die Leitplanke, fast erwischt es ihn. Mit 8 Wagen rasen wir im irren Train mit einem Wahnsinns-Speed. Was zum Teufel, Robs? Ich dachte, wir machen noch was. Ja, wir treffen uns hier. Oh Mann, du gehörst jetzt auch zum Zirkus dazu, ha? Nö. Hat Travis dich geschickt? Was? Nein. Nein, ich war gerade im Diner. Jeder erzählt vom Hype. Ein Haufen Idioten auf dem Freeway. Das war's mit meiner Einladung, ja? Dachte, das wäre nicht deine Szene. Ist es nicht. Also ihr steht eher auf Klasse, ja? Bin raus. Oh. Beef. Beef! Oh oh. Vergiss ihn. Er ist nur neidisch. Also jedenfalls werden wir zusehen, dass wir beide genau denselben Speed erreichen wie die. Okay. Wir kriegen dich schon noch auf den Risky Devil Style. Was ist, wenn ich nicht auf den Risky Devil Style will? Also da hat Spike schon ein bisschen recht. Ich meine, wir waren eine Clique und sollten noch eine Clique bleiben. Und nicht einfach irgendwelche andere Crews. Ne? Armer Spikey. Jetzt gehen wir mal bloß kurz darüber, weil da nämlich ein Donut ist, den wir machen können.
Let's go! Yeah, heiß. Ach ja, BMW, BMW. Oh, Amy. Ich hab keine Ahnung, Ames. Schwörst du? Ich würd's dir sagen. Was ist mit Robin? Nee, sie weiß nicht. Verdammter Spike, er weiß es, aber er sagt's nicht. Ich bring ihn um. Okay, ich fahr zur Werkstatt. Bin bei dir, wenn er die Neuigkeiten hat. Das wär echt toll. Cool. Ich sehe euch beide dann. Also, Mann, komm zur Garage. Ich brauche jede Unterstützung, verdammt. Das kann auch dich betreffen. Lass dich blicken. Also, Beef ist momentan ganz schön hier am Stüssel. Dann machen wir das doch gleich, oder? Amy, Schraubermission. Dann gehen wir gleich mal zur Garage. Und schauen, was es denn momentan so für Beef gibt. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ja. Oh Mann. Irgendwie kommt es so vor, dass diese Clique sich gerade versucht zu spalten. Ich weiß nicht warum. Der eine geht dahin, der andere geht dahin. Robin geht dahin und bla. Also irgendwie voll tricky die ganze Sache hier. Da bin ich noch gespannt, wie das hier ausarten wird. Sehr gespannt sogar. Zwei Arten von Straßensperren. Die einen zerstörst du, die anderen zerstören dich. Ja. Ja. Wenn ich mal welche hätte. Aus Fehlern lernt man. Nein. Erzähl mir nicht, du kennst ein Riesengeheimnis und dann gehst du einfach, Mann. Sorry, Baby. Die Information ist Gold wert und du willst sie nicht bezahlen. Okay, schön, schön. Ich tune deine ECU, okay? Erzähl's einfach, Mann, okay? Ein Kumpel von mir macht Pause im Diner. Er hat Travis und Nakai-san gesehen. Okay, Spike. Lügst du mich an? Und ich schwöre, ich mein's ernst. Hey. Wow. Nakai-san. Läuft. Yoroshiku ne. Kimi tachi ga wasa no master builder no futari gumi da ne. Grüße Sie. Yoroshiku. Komm aus Bayern. Servus. Spike. Alles klar? Domo. Kare ga okotte da jetzt da ne. Hey, was sagt er da über mich, ha? Halt die Klappe, Spike. Er hat gerade mein Auto angeschaut. Ich erkläre das mal. Uns auszudrücken ist das, was uns vereint. Aber kein Auto ist gleich. Jeder Wagen ist anders. Komm, ich zeig dir alles. Cool, dass diese Tuning-Ikone bei uns ist. Nakai-san ist der Hersteller, also der Erfinder von dieser Rauwelt-Geschichte, die ich euch schon mal erzählt habe. Hey du, hier ist Robin. Ein paar Leute treffen sich in Burnwood. Ich schaff's nicht, aber du solltest mal hinfahren und dir das ansehen. Ich melde mich nachher bei dir. Bis später. Ja, wir haben 17.000. Was machen wir da jetzt am besten? Ach so. Verstehe. Ah. Okay, verstehe. Also das sind diese Lagerhausgeschichten hier gerade. Ja, dann tun wir den mal vorsichtshalber ins Lagerhäusle verschieben. Weil ich weiß nicht, wann wir den wieder gebrauchen können. Das weiß ich echt nicht. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal mit unserem Nissan GT-R raus. Mein Lieblingsauto, meine orangene Orange, meine Creme de la Creme, meine Bitterschokolade, obwohl ich gar keine Schokolade mag. So ungefähr. Ich mag Schokolade, aber stellt euch mal vor, ich täte jetzt keine Schokolade mögen und dieses Auto soll dann eben symbolisieren, dass ich, obwohl ich das nicht mag, so, dass ich es trotzdem mache wegen dem Auto. So ungefähr. Naja, schwierig zu erklären. Ha? Aber krass, dass Nakai-san hier bei uns war. Er hat mein Auto angeschaut, ja? Ihm gefällt dieser BMW, habt ihr das gesehen? Ah. Der Japaner, wo auf beide steht, ja? So, weiter geht's. Man merkt richtig, wie dieser GTR am Pushen ist. Machen wir mal Speed-Ding, oder? Volle Anspannung. Machen wir einfach mal. Es geht eh um Speed und Speed hat dieser GTR definitiv genug. Er hat über 1000 PS mittlerweile. 1000 PS in einem GTR. Das ist krass.
Nur noch der Turbolader fehlt und dann, meine Freunde. Ja. Ist das Ding nicht mehr aufzuhalten. Der Rekord hält mich nicht auf. Hörst du, Magnus? Der Rekord, mein Freund. Der ist nichts, weil ich mein GTR dabei habe und das Ding ist schnell genug. Hey Mann, red mal mit Spike. Er schiebt die Schuld für das Chaos auf dich. Ich komme damit nicht klar. Wirklich. Ich muss hier raus. Wenn du ein Freund bist, kommst du. Meld dich bei mir. Dieses kleine Auto gerade vor uns, das hat uns gerade ein bisschen Zeit rausgenommen. Warum sind denn gerade so viele Autos unterwegs? Gott verdammt. Polizei? Auch noch? Die kriegen uns so eh nicht, Alter. Was wollen die machen? Würde mich nicht wundern, wenn die Welt wieder nicht anfängt zu laden, weil das Auto so krass schnell ist, dass die Welt wahrscheinlich gar nicht mehr dazu kommt, dazu zu laden, weil das Auto einfach so schnell ist. Aber er macht gerade seine Arbeit gut. Noch. Man weiß er nicht. Boah, der ist ganz schön schnell jetzt unterwegs mittlerweile. Böse, 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 böse. Boah, aber geschafft, meine Freunde. 2 Minuten 10, nee, 1,47. Zielzeit war 2 Minuten 10. 12.000 Koller, 12.000 Dollar wieder klar gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Auf jeden Fall interessant genug, dass Narkaiser mittlerweile da war. Was hat Travis mit ihm zu tun? Magnus Walker! Hey Mann, das war ganz schön abgefahren. Wie wär's mit noch einem Lauf? Nur ein bisschen anders. Sag einfach Bescheid. Bis später. Cheers. Cheers. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? 29.000. Wir gehen jetzt mal ganz gechillt in unsere Garage. Weil soweit ich weiß, hat unser GTR noch den Serienturbolader drin, ja. Und ich möchte jetzt schauen, wie viel wir aus einem anderen Turbolader so rauskriegen könnten. Oder ich weiß ja nicht. Vielleicht kriegen wir auch weniger raus, oder? Das weiß man ja alles nicht. So, wie wollte man das jetzt mal genau? Hier, Motor, Tuning, wir haben sogar einen Turbolader drin, sogar den guten. Aber den Race, den können wir uns noch nicht holen. Alles klar. Da stellt sich jetzt bei mir bloß die Frage. Naja, ist Wurst. Ja, wir können noch ein bisschen was rausholen aus der Karre. Ein Kilometer mehr. Ja, komm, machen wir einfach mal. Und ich möchte noch ein bisschen unseren Subaru tunen, weil der nämlich mittlerweile wieder driften tut. Ich habe ihn nämlich privat mal kurz getestet. Und ich muss sagen, er macht jetzt seinen Job wirklich. Also er driftet jetzt wieder, weil wir haben ja aus Versehen so ein Dusel, wie ich bin, eingestellt gehabt, dass er Grip-Reifen hat. Ja, und das haben wir jetzt wieder geändert. Er hat jetzt definitiv wieder was zum Rutschen. Er rutscht jetzt wieder gut und ja, deswegen bin ich wirklich sehr zufrieden jetzt wieder mit dem Auto. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den Turbolader. Er hat jetzt 728 PS, meine Freunde. Das ist nicht zu unterschätzen. Was haben wir sonst für Steuerrad, Motorblock? Können wir alles noch nicht einbauen. Nockenwellen können wir noch einbauen. Ja. Komm, die verbauen wir einfach mal. Und fahren wir mit denen auch gleich mal. Hey Mann, mir war langweilig, also habe ich einen Lauf organisiert. Fühlt sich gut an. Bin gespannt, wie du abschneidest.
Denk dran, Siege sind gut. Das Wichtigste ist aber der Ruf. Hör immer auf dein Bauchgefühl, okay? Kein Problem, Agnes. So, wir sind mal wieder unterwegs mit unserem Subaru, mit dem wir schon lange nicht mehr unterwegs waren, wenn wir ehrlich sind. Und der hat jetzt einen neuen Turbolader drin. Bin mal gespannt, wie er sich anhört. Ja gut, im Endeffekt so wie alle anderen. Ihr seht jetzt gerade bei... damit habe ich nichts zu tun. Ein paar Leute. Ich habe ja geschrieben gehabt mal, dass ich quasi einen Namen für dieses Auto haben möchte. Und hier ist es, meine Freunde. Es haben wirklich zwei, drei Leute geschrieben gehabt, dass sie gerne einen Chantal haben möchten. Sie hätten gerne eine Chantal. Und deswegen heißt unser Subaru jetzt Chantal. Ja, unsere Chantal, die ist jetzt die Drift-Chantal. Sie ist böse. Und klingt auch so. Ja, und was diese Drift-Chantal jetzt bei der nächsten Folge so machen kann, das zeige ich euch aber wirklich erst in der nächsten Folge. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Haut rein. Tschüss.